Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zum Spiel um Platz 3 des Sim 2 Cups. Und ich würde sagen, wir gehen einmal das Spiel fortsetzen und wir haben einmal die zwei Spieler, Mondwag versus Powerkartoffel und mit dabei ist der Refi. Hello! Hallo! So, wir haben einmal, haben wir auf der Bottom-Seite, haben wir einmal Mondwag mit den Zwergen und wir haben einmal auf der Top-Seite Mordor und Powerkartoffel. Oh, hat man doch vorhin schon mal, dass ich Powerkartoffel hast beim Völker. Das stimmt. Mal schauen, wie er sich gegen Mondwag halten kann oder wie er es durchsetzen kann. Ich bin gespannt. Mondwag, ein Spieler, der sich tatsächlich viel verbessert hat, muss man echt sagen. Auf jeden Fall. Ganz am Anfang wirklich, muss man wirklich so sagen, ja, relativ leichtes Futter gewesen, finde ich persönlich. Und mittlerweile sind das immer spannende Matches gegen ihn gewesen. Also zumindest von meiner Seite her. War immer sehr ausgeglichen. War doch was bei euch da in dem Bracket da Abend ging, in der bei euren Spielen. Die waren teilweise auch sehr spannend mit anzusehen. Das stimmt. So, Mondwag baut hier einmal ganz. Also, er hat, ja gut, Halle der Krieger. Ja. Drei Gebäude. Und wie macht das Powerkartoffel? Das ist der Standard der Start, okay. Außer bei Kartoffel, der geht gerade auf Korsan. Der macht einen Korsan-Start, ja. Sonst gucken wir mal die Karte. Das ist auch so eine Kartoffel-Special-Karte. Feats of the Lonely Mountain. Und wir sehen hier einmal einen Zwergenberg oben links in der Ecke. Stimmt. Tatsächlich. Kann man mit dem irgendwie interagieren? Nee. Man kann ihn anklicken unter Lebensleiste, aber ich glaube, das sind halt einfach nur so Karten, Objekte. Ah, oh, okay. Weil die aber so Lebensleisten cool haben oder sowas in die Richtung. Oh ja. Ja. Auch oben, schönes Detail, in diesem Fenster sind Schätze. Stimmt. Ja, genau. Da. Ja, mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Aha, hier wieder unser altbekannter Wasserfall. Der ist wieder da. Ja. Wasserfall ist irgendwie scheinbar so ein Ding von Powerkartoffel. Okay. Oh, hier nochmal. Sehr vereister Fluss, auch mit Fischen drin. Hier nochmal so ein Berg, der nach oben geht. Hier hat man schon aber schon ein bisschen Vorteile, muss man sagen, hier, oder? Also, oben. Das ist eine Sechsspielerkarte. Tatsächlich. Sechsspielerkarte, okay. So, und auf jedem dieser Plateaus startet halt ein Spieler. Ah, okay. Na gut, gucken wir mal zum Spiel. Das heißt, wir haben einmal Mondwag, der mit einer Einheit Hüter schon mal losrennt. Wissen die, wer sie sind? Ja, ich denke schon. Ja. Wurde gescoutet. Ja, genau. Bestimmt. Spätestens gleich, wenn die Korsaren vor dem in der Zwergenfestung stehen. Ist natürlich auch interessant, wie sie sich gegenseitig nicht sehen, die Armee. Aber der erste kleinere Fehler vom Mondwag, man könnte besser die Zwergen durch die Minenschächte schicken, als einfach über die Karte laufen. Ja, das habe ich mich auch jetzt. Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, warum jetzt die Zwerge hier Ewigkeiten. Ja gut, wobei. Naja, wenn du die Karte. Zum einen das. Und wenn du die Karte halt gar nicht kennst, halt, ne? Dann guckst du halt zum Beispiel halt auch nach irgendwelchen Creeps, ne? Kennst du ja. Er kannte die Karte ja nicht. Also, gehe ich davon aus. Das heißt, im Grunde genommen sind das deine Scouts halt erstmal. Ja. Na gut, auf jeden Fall. Er hat jetzt ganz, ganz viele Zwerge in den Minen sogar tatsächlich. Aber lässt so seine Gebäude nicht abschlachten. Okay. Jetzt auch von der Offensive abgesehen, ist voll in die Defensive gegangen. Ich wäre tatsächlich mit der Einzwergenhunde, die eh schon da oben stand, wäre ich einfach in die Offensive gegangen. Wäre sinnvoll gewesen. Also hätte es sich vielleicht sogar gelohnt, ja. Ja, Powerkartoffel creep links auch den Troll, hat einen Hardenpalast auch extra dafür gebaut. Na, ähnlich wie du das da schon gemacht hattest, ne, in einer anderen Partie. Die Creep-Kaserne. Auch gegen Mondwag. Und Mondwag hat sich einen Glein geholt, der natürlich gut Schaden macht. Der wird gut Schaden machen, ja. Ich sehe gerade, der Minenschacht hat auf Stufe 1 sogar 2700 Leben.
Aber momentan sehe ich natürlich große Vorteile bei halt bei Power Kartoffeln, weil er halt einfach mehr von der Karte hat. Er weiß halt einfach mehr. Mondfuck hat wirklich so nur dieses kleine Stückchen halt unten rechts halt, kann man sagen. Wo er weiß, dass da niemand ist, und Kartoffel hat halt schon so viel Wissen und so viel Macht über diese Karte halt ganz einfach, dass Ja, halt aber nicht zu Mundwerk steht auch vernachlässigen schon ist. hin, Mundwerk hat auch schon hinter Power Kartoffels fest angebaut. Hinter Power Kartoffel ist Feste? Ja, rechts davon ist ja dieser eine schmale Gang. Ah, da. Ah, okay. Ah, das, was ich gesagt hatte. Ah, okay. Jetzt kommt es darauf an, wie gut Mundwerk mit dem Korsan-Stress umgehen kann. Was bietet sich denn an gegen die Korsaren? Der Streitwagen? Ne, eher nicht, oder? Oder Axtschleuderer? Also Streitwagen kann man machen, aber die sind halt stark gegen das Überreiten. Axtschleuderer kann man auch machen. Hüter machen tatsächlich den meisten Schaden dagegen. Aber ich sag mal so, mit der Hüterarmee könnte Mondwerk theoretisch in Power Kartoffels fest zu gewinnen und das Game GG setzen. Quasi GG. Ja. Power Kartoffel Also mal, macht. meinst du, das reicht, um die Festung platt zu kriegen? 5 Stück? Das reicht. Mit Das Heilen reicht? auch. Okay. Also, der kriegt genug Punkte, Samen ruft drauf, dann kriegt er irgendwann genug Punkte zum Heilen. Da ist ja noch ein Gläuen dabei. Die Kleine hast du auch noch mit dabei. Powerknuffel macht den Fehler, nur eine Taverne zu haben. Korsaren sind teuer, wenn man nur eine Taverne hat. Wenn man 4 Tavernen hat, kosten sie 320. Ich hätte jetzt auch eigentlich gedacht, dass Power Kartoffel das weiß. Also würde wahrscheinlich auch wissen, irgendwie, aber. Und Powerknuffel hat viele Auslänger. Ich hab die Info auch nur irgendwann mal von Clever bekommen, weil die steht ja auch nirgendwo. Das ist ein bisschen schade tatsächlich. Okay, die Das steht habe tatsächlich da. ich. Na, nee. Echt? Mal Wenn du jetzt gucken. mal im Mondwerk Sicht gehst, dann irgendeinen Baumeister jetzt findest. Ich suche gerade mal einen. Na? Im Mondwerk sage ich schon Power Kartoffel Sicht. Warte, sein Baumeister. Bin ich blind? Ach, da unten steht einer. Ja, toll, jetzt baut der. Hey, Ah, warum, was soll denn da stehen? da kann man nämlich Gebäude bauen und jetzt hier Taverne bauen. Trains Corsairs of Umbar. Allows Research of Mordor Unit Upgrades, Tavern Bonus, 2 Tavernen, Korsan sind 10% günstiger, 3 Tavernen 15% und 4 Tavernen Warte mal, das 20%. muss ich mir mal angucken. Ja, wenn man in die Sicht der jeweiligen Person geht und über den Baumeister habert, dann auf den Baumeister geht, dann kann man sehen, was man für Gebäude bauen kann. So, ah, okay. Wende bauen. So, ich kommentiere so lange noch hier ein bisschen. Powerknuffel hat 2 Nazguls auf dem Feld. Einer ist in der Okay. Schlacht und der andere steht noch in der Festung. Nazguls sind natürlich, überreiten die halt, aber das juckt die Zwerge eigentlich sehr wenig. Mondwerk hat sich einen König Dain geholt. Der ist natürlich gut in einer Zwergenmasse, führt hier seine Führerschaft. Sehen wir auch hier, jetzt ist gleich nicht mehr. 25% Damage, 25% Armor und 50% Erfahrung. Der Nazgul von Powerknuffel hat Stufe 2 erreicht, dadurch jetzt sein Debuff und macht dadurch super viel mehr Schaden an Gegnern durch den Debuff. Powerknuffel geht mir aber noch etwas zu viel auf Piken gegen Hüter. Verwunderlich, ne? Also auch jetzt hier momentan 500 zu 250. Ja. Mich wundert es auch, dass Powerknuffel die ganze Zeit genau die Einheit baut, die schwach gegen Hüter ist. Da wäre ich lieber weiter auf den Korsaren geblieben, hätte mir jetzt mehr Tavernen gebaut. Die Nazguls machen ihren Job, aber wenn irgendwann genug Piken dastehen. Ich könnte jetzt hier Powerknuffel sag ich schon. Ich verwechsel gerade die ganze Zeit, könnte Mundwerk jetzt mit seinen Helden aus den Gängen raus? Ja, und schon muss die Nazgûl wieder abhauen. Ja gut, Mondwag geht allerdings halt auch nicht in die Offensive halt, ne? Das ist so ein bisschen das könnte natürlich echt ein Problem halt werden, ne? Hat halt natürlich allerdings halt auch keine Kenntnis über die Karte, also wenig Sicht.
Er weiß nicht, wie viel Power-Kartoffel noch in der Hinterhand hat. Aber er Das hat die ist. Mineshaft noch stehen, der Mondwerk. Er könnte theoretisch dann eine Schmiede bauen, einen Rahmen rausziehen. Und das würde Porkdorf so hart überraschen, weil er es einfach nicht überall gesehen hat. Ja, das ist eben Jetzt das sieht. Problem halt, ne? Dass er es, Ja. das Mondwerk es halt nicht weiß halt, ne? Wenn er die ganze Sicht sehen würde, dann hätte er es vermutlich schon gemacht, ne? Er hat sogar einen Baumeister jetzt da oben rausgezogen und baut die Schmiede. Okay, ich habe nie was gesagt. Deswegen muss Mondwerk aber auch ein bisschen auf seine Hüte aufpassen, die gerade vorhin nass ein bisschen aufgemischt werden. Die Ausgänge, die Paukartoffel jetzt in Mondwerks Basis schickt, die sind Frischfleisch. Die sind wirklich Frischfleisch, ja. Ist einfach freiwillig. Mondwerk hat sogar ein Gimli, okay. Hat auch fast seine 800 CP voll. Und Power-Kartoffel ist bei 150. Okay. Die Also das Barrikaden wäre, stehen. das, also man muss ja wirklich sagen, das wäre wirklich ein Überraschungssieg. Also das wäre eine Überraschung. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das Power-Kartoffel das Ding hier gewinnt. Aber wenn das jetzt andersrum läuft, dann weiß ich Hätte auch er es nicht. tatsächlich auch gedacht, trotz dem Fakt, dass er Mordor hasst. Das sieht aber nicht gut aus für Power-Kartoffel, also ganz Hat das ehrlich. noch so einen fliegenden Fellbestie? Hallo? Ja, Achso, er hat noch. da. Mondwerk hat noch recht wenig Axtwerfer. Okay, oh, ah, okay, die Fellbestie könnte natürlich. Oh, die ist natürlich gut gegen Zwerge. Also Wobei, schon na gut, lustig. wobei die Axtwerfer. Ah, gut. Ah, stimmt, die Axtwerfer gibt es ja auch noch. Aber er hat nur ein Bataillon Axtwerfer. Und er kann, glaube ich, nicht mehr bauen wegen seinem CP. Ah, doch, kann er sogar, okay. Kann genug bauen. Was braucht er jetzt? Ja, nochmal zwei. Nee. Ah, er hat die alle. Ich bin jetzt tatsächlich verloren, okay. Fellbestie levelt gut, aber gut. Was bringt es, wenn eine Fellbestie levelt? Die nur eine Fähigkeit hat? Ein bisschen Leben. Nur ein bisschen Angriffsstärke. Was das halt, ne? Nimmt man mit. Die Ramme, ey. Oh, die Schmiede. Oh, mit der Ramme, ey. Oh, das wäre. Das wäre ja juicy, ey. Junge, Junge, Junge. Ich musste nur bauen. Er muss die nur bauen. Okay, also seine Armee ein bisschen angeschlagen dort. Aber halt erstmal wieder hoch. Was ist denn bei Power-Kartoffel? Ich verstehe es. Ich verstehe es nicht. Er setzt hier gar nichts ein. Er hat hier 5000 Rohstoffe. Was macht er denn damit? Hexenmeister vielleicht? Könnte man sich vorstellen? Ein paar Atembogenschützen mit Korsaren. Aber Also er kriegt. von den bösen Völkern her muss ich sagen, ist Mordor noch mein liebstes Volk, weil du hier sehr, sehr viele Alternativen halt ganz einfach hast. Du hast einmal die Taverne, du kannst mit den Haradrim spielen, du hast die Trolle hast du, glaube ich, auch noch mit dabei, oder? Ja. Müssen auch noch mit dabei sein. Jetzt theoretisch noch den Olifanten, noch mit einem Schlüssel. Und hast natürlich auch die ganzen Helden, ja? Die sind natürlich auch sehr, sehr Ja, und juicy. einfach auch die Möglichkeit eines Orkspams. Also Mordor hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, es Mordor kann alles. Der Nachteil ist, Mordor kann alles. Man ist auch leicht überfordert mit dem, was Mordor machen kann. Ja, das stimmt. Aber die letzten Spiele hatte ich jetzt eigentlich meistens immer auf Tavernen-Spam halt irgendwie. Bin ich da gegangen und hab dann irgendwie versucht. Ja, gut, ich bin ja Fan von diesen hier, wie heißt sie, von diesen Kampftrollen. Ja. Die machen ja richtig Aua hier, ey. Die knüppeln dir richtig ins Gesicht. So, wie sieht denn jetzt hier aus, ja? Ist hier. Okay, Ramme ist jetzt ready. Ramme ist ready da oben, ja. Oh, es kommt noch vier weitere Rammen in der Warteschlange. Ja, das ist natürlich blöd halt, ne? Weil Power-Kartoffel weiß halt das nicht. Was? Das wird wohl wahrscheinlich der Game Changer werden am Ende. Muss man ganz klar so sagen. Also ich glaube, die RAM hier oben, das wird der Game Changer.
Ja, das wird auf jeden Fall ein Game Changer. Weil Kartoffel kommt hier nicht voran, also er kommt hier nicht rein, halt ganz einfach, ne? Das ist sein Problem halt. Ja, ich glaube, das war das, was ich gerade gesagt habe. Mordor kann so viel, dass, glaube ich, Parker dafür einfach gerade überfordert ist. Er weiß nicht wirklich, was er tun soll. Und währenddessen kann sich Mundfuck jetzt seine Festung ausbauen, um die Ah ja, Kampf jetzt kommt vorbereiten. doch der Hexenkönig, so wie ich es gesagt habe. Ne? Ja. Aber mit der wenig Armee, die er hat, bringt der Hexenkönig auch nicht viel, wenn da drei Zwergenhelden in der Zwergenarmee stehen, die noch alle Na gut, Führerschaft natürlich, haben. die Helden sind natürlich schwierig halt, ne? Gegen die Zwerge. Ja, Zwergenhelden kriegt man sonst schon nicht tot und dann geben da Führerschaft. Wenn jetzt hier Menschen aus Tal mit Feuer fallen. Oh, aber unten auf der Karte sehen wir tatsächlich zwei Belagerungswerke und den Olifantenflash von Powerkartoffel. Okay. Hier kommt jetzt ein Katapult-Spam raus. Also der aber abwehren können halt, ne? Die Armee von Kartoffel ist Futter, muss man einfach sagen. Also für jetzt Zwerge, gerade auch in dem Zeitpunkt des Spiels halt, ne? Mit teilweise schon hoch Ja. abgegradeten Waffen. Wie schon gesagt, Zwergenfestung halt natürlich, ne? Dann hat Mondwag vielleicht noch dieses, na gut, die Fähigkeit hat er nicht, womit du die Festung reparieren kannst, könnte er sich aber dann holen, wenn der Kampf jetzt hier nochmal ein bisschen fortschreitet. Ja. Mondwerk hat gerade dummerweise für ihn seine ganzen Menschen aus Tal verloren, weil er dem Hexenkönig oder was auch immer da gerade geflogen ist, hinterhergelaufen ist und dadurch den Parkertoffels Armee reingelockt wurde. Ja, und jetzt kommt der Fakt, warum ich. Jetzt kommt der Grund, warum ich Mordor-Katapulte liebe. Diese Skelettschüsse. Oh, die Türme gehen natürlich platt. Ja. Feuer. Oh, geht schon einiges platt. Ausgeglichener Fight innerhalb der Festung. Jetzt muss Mondwerk mit seinen Rammen rein. Ja, stehen halt nach oben rum, ne? Die Rammen. Und Hätte da jetzt kommt die der erste Rammen. Olifant. Da ist der Ich hätte die Hexenkönig Rammen. gestorben. Wiederaufbau wurde von Mondwerk aktiviert. So, jetzt kommen die Olifanten. Wie denn Wiederaufbau? Was ist das denn für eine Fähigkeit? Die Fähigkeit halt einfach, dass man das Gebäude. Ja, kann ich aktivieren? Hält, da kam doch gerade die Animation. Ah, das war das welche Katapult mit der Animation. Weil die Fähigkeit hat er nämlich nicht, eigentlich. Ja, das hat eine ähnliche Animation wie das Mechelkatapult, wenn das hochkommt. So. Jetzt bräuchte er wieder, Jetzt aber er geht geht er mit nicht. den Rammen, jetzt geht er mit den Rammen los, okay? Und die Zwergenhelden. Hat aber seine Festung jetzt auch verloren. Die Festung ist weg, ja. Also, da hätte er noch Probleme, das Wiederaufbau nehmen können mit den Fähigkeitspunkten. Na, okay, das sieht auf jeden Fall sehr schlecht aus für Mondwag. Oh, das ist bitter. Das ist ganz, ganz bitter. Also, ich muss dazu sagen, also ich hätte hier Mondwag als Sieger definitiv gesehen. Aber ich glaube, jetzt ist das Ding gedreht. Ich weiß nicht, wie das. Ah, okay, ja. Es haben leider keine Festung mehr. Zu wenig aufgebaut halt natürlich, ne? Ja, Ja. aber Kartoffel hat mehr. Ja. Kartoffel hat noch den Kartoffel. Da macht natürlich jetzt wirklich der Hexenkönig. Oder Er ist hier, nur wie eine, heißt das? ist nur die Fellbestie. Fellbestie, Ja, aber aber das ist. Ja, damit hast du so viel Pressure auf der Map. Also. nimmt halt alle Rammen raus. Gegen die Axtwurf könnte jetzt noch ein bisschen Schaden dagegen machen. Mundwachs hat jetzt das Geld wieder für eine Festung. Alle noch Baumeister. Er hat noch zwei beide Baumeister. Ja, okay. Vielleicht, ja, vielleicht wirklich so ein One auf wer will zuerst den letzten Baumeister oder das letzte Baukartoffel baut Gebäude. sich auch gerade seine neue Festung auf.
Hat Gimli nicht so ein, was, warte mal hier, so ein Axtwurf oder irgendwie so in die Richtung? Ja, den könnte er einsetzen, Den könnte, aber der theoretisch. müsste doch eigentlich. Der geht Was auch ist gegen hier? Fliegende. Naja, na gut, Sprungangriff geht nicht. Ah, jetzt. Nee, doch nicht. War gerade in der Animation, hat dann keine Lust mehr gehabt. Sprungangriff geht nicht. Ne. Das wäre lustig, wenn sie auf den, auf die Fellbestie draufspringen könnte. Mundwerk Also. hat 6000 Ressourcen, aber seine Baumeister bewegen sich nicht. Ich glaube, entweder er hat es jetzt für sich schon aufgegeben. Was ich wahrscheinlich gerade denke. Oder er ist einfach zu sehr abgelenkt. Ist der erste Baumeister weg. Und die Schmiede wird auch gerade angegriffen von der Fellbestie. Ist ja nicht mehr wirklich viel da, halt irgendwie. Gut, Kartoffel baut auf jeden Fall seine Dinge jetzt wieder auf, die Festung. Diesmal unten. Na, ja, das. Gimli Ja, hat okay, auch ich glaube, keine Lust das. mehr. Wo ist denn der Baumeister von Dingens? Oben rechts. Wie weit denn oben rechts? Ich sehe ihn nicht. Oben rechts. Ah, da. Ja, Hä? okay. Okay. Steht halt schon die ganze Zeit da rum und macht nichts. Und Mondwerk hat 7000 Ressourcen. Ja, das ist halt bitter halt, ne? Also finde ich wirklich bitter. Die Helden stehen auch rum. Okay, da ist Mondwag wohl AFK. Also ich glaube, Mondwag ist AFK, oder? Entweder das oder er hat einfach für sich schon aufgegeben. So nach dem Motto, ich ist jetzt eh schon GG. Also. Was kann der Zwerg gegen solch tollkühnen Hass ausrichten? Was kann ein kleiner Zwerg dagegen machen? Nein, also bin tatsächlich überrascht. Also ich hätte gedacht, dass Kartoffel da auf jeden Fall mit. Ja, okay, Mondwalk wurde besiegt. Okay. Ja, also auf jeden Fall, ich hätte gedacht, dass Kartoffel da definitiv mit weniger Problemen durchgeht. Und phasenweise sah es wirklich so aus, als wenn Mondwalk das Spiel gewinnt. Und auch wenn er sich jetzt nochmal aufgebaut hätte, wäre die Chance definitiv da gewesen. Ich glaube sogar, die wäre sogar höher gewesen. Schade eigentlich, muss man sagen. Ja. Verstehe Aber ich nicht gut. so ganz. Okay. Aber gut. Man muss nicht alles verstehen. Ja, gibt ja noch ein Rückspiel. So ist es. An der Stelle war es das. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.